So, und weiter geht's mit Michael Mann's Heat. Ein Film mit, mal wieder mit Robert De Niro und dem guten Al Pacino. Der erste Film, wo sie beide gemeinsam in einer Szene sozusagen vor der Kamera zusammenstehen. Die haben zwar schon im Paten 2 eigentlich zusammengespielt, aber nie eine Szene zusammen gehabt. Und das war auch schon über 20 Jahre vorher, weil Heat ist 95 rausgekommen. Auch schon fast 20 Jahre alt, der Film. Aber ein sehr wegweisender Film, besonders was die Action-Szenen angibt, die Kamera und die Kameraarbeit und für mich persönlich auch das Musikdesign. Er ist sehr lang, geht fast 3 Stunden, aber legt sehr viel Wert auf die Charaktere. Es ist eigentlich ein richtig neumodischer Thriller gewesen seiner Zeit, war da sehr voraus, meiner Meinung nach. Ein unglaublich gutes Sounddesign, was die Schüsse angeht, das Schussverhalten angeht, also die Soundeffekte angehen. Wie gesagt, die Musik ist super. Das ist hauptsächlich von Elliot Goldenthal geschrieben worden, Musik, also einem bekannten Filmkomponisten, aber auch teilweise nicht nur, sondern auch von anderen Künstlern unterstützt worden. Auch von Moby zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Kronos Quartett und wie sie alle heißen. Ich glaube, U2 war auch mit bei noch. Ein sehr, sehr vielfältiger Soundtrack, den man sich auch so sehr gut anhören kann. War zu der Zeit, fand ich, sehr, sehr atypisch. Der Soundtrack hat mich aber sehr beeindruckt. Das kannte ich vorher überhaupt nicht. Und sehr atmosphärisch. Und es kulminiert halt im Film nach ungefähr 1,5 Stunden in dieser langen, epischen Schießerei mitten auf der Straße, nachdem die Jungs, also es geht um Verbrecher, eine Verbrecherbande, die von Robert De Niro angeführt wird, die Banken ausrauben und so. Und der Al Pacino ist der Bulle, der ihn verhaften möchte jedenfalls. In Mitte des Films versuchen die halt noch eine Bank auszurauben, die letzten großen Coup wollen sie machen. Und da kulminiert das, weil die verpfiffen werden vorher von einem Spitze, kulminiert das in einer riesigen, ja, Schlacht, kann man schon sagen, in den Häuserschluchten von Los Angeles, mit einem unglaublich, wie gesagt, super Sounddesign. Es schallt und dröhnt, als ob man mittendrin ist. Das kann man schwer beschreiben, man muss die Szene echt sehen. Also es ist jetzt nicht blutig oder sowas, sie ist einfach nur verdammt realistisch gemacht. Und ja, und man merkt halt, dass obwohl Robert De Niro als Verbrecher halt Verbrechen begeht, hat er eigentlich fast ein besseres Leben als der Bulle, den Al Pacino spielt, der mit seiner nächsten Frau wieder fast durch ist, die nächste Scheidung steht vom Haus, er ist so auf die Arbeit fixiert, dass er sein Privatleben komplett nebenbei liegen lässt, schleifen lässt, seine Tochter oder seine Stieftochter ist suizidgefährdet und es gibt eine Szene, da treffen sich er, also Robert De Niro und Pacino in einem Café, Kopf gegen Kopf und merken, ach Gott, wir sind ja gar nicht so verschieden, obwohl wir Verbrecher und Polizist sind. Am Ende jedenfalls kann man sich ja denken, dass De Niro trotzdem kurz bevor er fliehen kann aus dem Land von Pacino aufgehalten wird und angeschossen wird, aber im letzten Wort ihm noch sagen, ich gehe nie wieder in den Knast. Und Pacino kann es verstehen und hält ihm die Hand und währenddessen stirbt De Niro, während Pacino ihm die Hand hält. Eigentlich sehr emotionaler Moment sogar. Es ist nicht kitschig oder sowas, aber es ist halt sehr, sehr wegweisend gewesen, der ganze Film seiner Zeit, was für das Action, also das Thriller-Genre, das Krimi-Genre, was es anging. Ähnliche Filme von Michael Mann, die sich eigentlich sehr inspiriert haben, inspiriert wurden von Heat, waren eigentlich Collateral, auch Miami Vice, und also der Film Miami Vice und der Public Enemies-Film, obwohl der in den 30er Jahren spielt, aber trotzdem merkt man, Mann hat einen Riecher für richtig gute Optik, hat auch die digitale Videofotografie sehr weit vorangetrieben. Das kann man ihm eigentlich nur wirklich danken. Nachtszenen wurden durch ihn erst richtig ausleuchtbar seiner Zeit. Und ja, ein super Film, von ersten bis zur letzten Sekunde packend, spannend und schwer empfehlenswert. So, weiter geht's mit Yojimbo von Akira Kurosawa, dem berühmten japanischen Regisseur, der leider jetzt auch schon 15 Jahre tot ist ungefähr. Es ist, mein momentaner Lieblingsfilm auch von Kurosawa, weil es gibt eigentlich eine Menge gute Kurosawa-Filme, was Samurais betrifft, zum Beispiel halt Die Sieben Samurai oder Kagemusha, Ran, Rashomon, Sanjuro und so weiter und so fort. Und dieser Film ist deswegen hier drin, weil er eine sehr geile Kameraarbeit hat, in Schwarz-Weiß gedreht, wie fast alle älteren Kurosawa-Filme, mit einem hervorragend aufgelegten Toshiro Mifune, der fast in allen Samurai-Filmen von
von dem guten Kurosawa mitgespielt hat und der dem Film so eine super Ausstrahlung immer gibt. Also er spielt für einen japanischen Schauspieler, finde ich, spielt er sehr westlich. Also weil die meisten asiatischen Schauspieler overacten ja total, aber er ist meistens so ruhig, man kann seinem Gesicht gut ablesen, was er vielleicht gerade denkt oder vorhat, und das ist super, er ist ein sehr wandlungsfähiger Schauspieler gewesen. Der Toshiro, ich glaube, sind fast beide gleichzeitig gestorben Ende der 90er, fällt mir gerade ein, Kurosawa und Mifune. Jedenfalls, der Film geht um einen einsamen Samurai, der ja so ein Landstreicher ist und dann in ein Dorf kommt, wo zwei Banden gegeneinander kämpfen sozusagen, so kalter Krieg zwischen zwei Banden, und er spielt die gegeneinander aus, um von beiden abzukassieren. Dieses typische Thema, was man auch von einer Handvoll Dollar kennt, dass da ja von abgekupfert wurde. Also das Handvoll Dollar hat davon abgekupfert, später auch noch Last Man Standing, also es gibt mehrere Abkupferungen von diesem Thema eines Mannes, der zwei Banden ausspielt und dafür später aber auf die Fresse kriegt und am Ende des Films halt trotzdem pleite ist. So ist es auch bei Jimbo. Aber es ist halt super Kameraarbeit, super Schwertkämpfe, guter Charakterhumor, geile Musik, und seiner Zeit war der Film, fand ich, schon sehr voraus. Man könnte jetzt denken, der Film ist irgendwie brutal oder so, ist aber eigentlich gar nicht. Es gibt vielleicht ein, zwei Shots, wo mal eine Hand wegfliegt durch die Messer oder so, aber Blut oder so ist gar nicht zu sehen. Oder fast, glaube ich, gar nicht. Wie gesagt, ein sehr stilbildender Film. Kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Und danach gleich Sanjuro gucken, den Nachfolger, inoffiziellen Nachfolger. Und ja, und ihr habt ein super Duo-Samurai-Filmfest vor euch. Er ist auch sehr zynisch, ein sehr zynischer Film, auch leicht sarkastisch. Es hätte auch seiner Zeit vielleicht von Clint Eastwood gedreht worden sein können, der ja auch seine Filme, die er selbst gedreht hat, sehr zynisch und sarkastisch teilweise macht. Wie gesagt, ist sehr lustig. Ich finde auch die Remake, sind eigentlich Remakes, also eine Handvoll Dollar und Last Man Standing super Filme, der eine halt mit Clint Eastwood, der im Westen spielt, im Wilden Westen, und Last Man Standing halt der Film mit Bruce Willis, der halt zur Zeit der Prohibition spielt. Kann ich wärmstens empfehlen und einschalten. Okay, und ein weiterer Takeshi Kitano-Film wartet auf uns, und zwar Dolz. Ein Film, der nach Hanabi gekommen ist, aber thematisch relativ ähnlich ist, allerdings keinerlei Gewalt enthält oder keine blutige Gewalt, sagen wir mal so. Es ist ein Episodenfilm, der das Leben von drei quasi Pärchen betrachtet in Japan. Es ist eigentlich mehr ein Bilder- und Musikrausch, hat wirklich sehr wenig Dialog und braucht der Film auch nicht, weil die Darsteller eigentlich schon über ihre Mimik das rüberbringen, was eigentlich gesagt werden muss, und die Musik und die Bilder genug Gefühle, Emotionen und so wecken, um das zu verstehen. Jedenfalls geht es in dem Film sozusagen darum, wie Menschen zu Marionetten ihrer eigenen Gefühle werden. Das heißt, dass sie ihr Herz oder ihre Gefühle vor, ich wollte schon wieder Englisch sagen, Reason stellen, vor ihre Logik oder ihren Kopf stellen sozusagen, und dadurch blindlings in ihr Unglück laufen. Das kann man wirklich teilweise wörtlich nehmen in dem Film. Ist ein ziemlich heftiges Drama. Wenn man irgendwie schlecht drauf ist oder richtig down ist, sollte man besser nicht gucken, weil dann zieht einen richtig runter. Jedenfalls wirklich sehr zu empfehlen, ein wahrer Augenschmaus. Auch wieder Musik von Joe Hisaishi. Eine Szene, die ich da halt drin habe, ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und zwar geht es da, in einer der Episoden geht es um einen Fan, der ziemlich treuer Fan einer Sängerin, einer J-Pop-Sängerin. Und halt so richtig fanatischer Fan, muss alles haben von ihr, muss immer pünktlich zu den Autogrammstunden sein. Will aber der Erste sein, der das Autogramm bekommt und so. Er ist schon leicht Psycho nicht, aber sowas in der Art. Und jedenfalls hat diese J-Pop-Sängerin eines Tages einen Autounfall und wird schwer verletzt oder halbwegs schwer verletzt, verliert auf einem Auge ihr Augenlicht, und sie wird sozusagen weggeworfen von den Produzenten, weil sie nichts mehr wert ist, weil sie nicht mehr gut aussieht und so. Die Fans wollen sie nicht mehr sehen. Und er ist der Einzige sozusagen, der noch da ist, und er macht es halt so, er kriegt das mit, die Nachricht, verlässt dafür seinen Job alles, lässt alles liegen und stehen für sie. Er geht nach Hause, schaut sich eine Zeitschrift von ihr an, wo Bilder von ihr drin sind, wo sie noch sozusagen heil war, wo sie noch gesund war, prägt sie das richtig ein in seinen Kopf, also er speichert das richtig in seinem Kopf ab, dass auch wenn er die Augen schließt, das vor Augen hat, ihr heiles Gesicht. Und die Szene wird nicht gezeigt, aber er sticht sich dann mit einem Cuttermesser die Augen aus und ist selbst blind. Und eines Tages trifft er sie halt am Strand wieder. Sie ist natürlich sehr deprimiert und mit ihrem Leben am Ende sozusagen. Und sagt, ja, aber keiner will mich doch sehen, weil meine Fans haben mich alle verlassen. Aber dann sieht sie ja, wie er aussieht, dass er blind ist.
Jedenfalls ist das ja diese Szene, wo sie dann gemeinsam durch diesen riesigen, was ist das, Naturgarten gehen. Und es ist eine sehr gefühlvolle Szene, muss ich sagen. Es ist ziemlich die stärkste Szene des Films, die halt schön repräsentiert, was den Film ausmacht. Und ja, ich würde sagen, schaut euch diese Szene einfach an. いい匂いですね。バラが満開なのよ。ああ、そうですか。Kommen wir nun zu Platz 4 und auch hier wird der Platz wieder eingenommen von einer kompletten Filmreihe, wie schon bei Alien. Und zwar ist es hier diesmal die Dollar-Trilogie von Sergio Leone, das heißt eine Handvoll Dollar für ein paar Dollar mehr und The Good, The Bad and The Ugly, oder auf Deutsch war es halt zwei glorreiche Halunken. Ja, das waren für mich eigentlich so die Western, na gut, eigentlich waren es nicht die Western, die mich zum Western gebracht haben, das war eigentlich vorher schon Spielen das Lied vom Tod, aber ich war dann neugierig geworden und hab dann geguckt, was der gute Leone, der Herr Leone, den ich vorher nicht kannte unbedingt, noch für Filme gemacht hat, bis ich dann an die ersten drei von ihm gekommen bin, und das ist halt die Dollar-Trilogie, das heißt die ersten drei Western-Filme, die er gedreht hatte. Davor hat er ja noch ein paar historische Schinken gemacht. Die haben mich so zum Western gebracht, natürlich überhaupt nicht realistisch gemacht, die Western, sondern einfach schön übertrieben, oder das ist sehr, sehr stilisiert, aber ich mag das sehr, die Optik, super Breitbildaufnahmen, super Kulissen, super Ortschaften, die da ausgebildet wurden, komplett in Spanien gedreht, ein super Soundtrack bei allen drei Filmen von Ennio Morricone, der ja sein Hauptkomponist wurde später, und mit einem unvergesslichen Clint Eastwood in seiner Durchbruchsrolle, vielleicht auch einer seiner bekanntesten Rollen als der namenlose Cowboy, und mit wahnsinnig guten Schießereien. Also ich habe bis heute keinen einzigen Western gesehen, in dem jemand so schnell ziehen und abdrücken kann wie Clint Eastwood. Außer vielleicht in Für ein paar Dollar mehr, also im zweiten Teil, wie Van Cleef, der auch relativ schnell geschossen hat. Jedenfalls geht es in allen drei Filmen immer um einen Kopfgeldjäger. Im ersten geht es um ihn als Kopfgeldjäger. Eigentlich braucht man gar nichts dazu sagen, ich habe ja vorhin schon von Yojimbo gesprochen, und die Story ist eigentlich genau die gleiche, nur mit Western und Pistolen. Also speichern das Ganze am Ende ist ja, wie gesagt, kaputt und pleite. Oder halt tot und pleite. Aber es ist so gut eingefangen, die Schießereien sind sowas von spannend gemacht. Also im zweiten Teil wird es ein bisschen ausgebaut, das heißt, er kriegt noch einen quasi Partner an die Seite, und zwar den guten Lee Van Cleef. Das heißt, anfangs sind noch sozusagen Konkurrenten als Kopfgeldjäger, später schließen sich zusammen, um den gefürchteten Indio zu schnappen. Aber im Endeffekt ist es ähnlich wie im ersten Teil. Sie werden aufgegriffen, verprügelt, und am Ende sind sie eigentlich quasi wieder pleite. Obwohl eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein leicht besseres Ende. Da teilen sich, glaube ich, die Beute dann. Im dritten Teil ist es so, The Good, The Bad and The Ugly, da gibt es ein Dreigespann. Also Lee Van Cleef, Clint Eastwood und der gute Eli Wallach, die dann halt in Bürgerkriegszeiten, in US-Bürgerkriegszeiten, durch einen Schatz suchen, der auf einem Friedhof vergraben ist, auf einem riesigen Friedhof, und anfangs arbeiten sie auch komplett gegeneinander, versuchen sie sogar umzubringen, aber merken dann, okay, ich habe den Namen gehört,
des Friedhofs und ich habe nur den Namen des Grabsteins gehört. Das heißt, wir müssen uns zusammenschließen, um das Grab zu finden auf dem richtigen Friedhof. Der Film ist richtig episch, also zwei glorreiche Halunken ist bei vielen einer der Top-1-Filme. Ich glaube sogar Tarantino, das ist sein Lieblingsfilm, glaube ich sogar. Man merkt auch, dass er sehr beeinflusst wurde davon. Und ein sehr epischer Film, geht 3 Stunden, glaube ich auch. Und unglaublich emotionaler Film, auch ein richtiges Drama, fast schon halbes Bürgerkriegsdrama, hat aber auch ein paar lustige Stellen. Schwer, wie auch wieder, schwer zu empfehlen. Also ich war weggeblasen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Vor allem in der ungekürzten Fassung ist er nochmal ein Stück besser. Und hat auch ein paar gewalttätige Szenen. Man erinnert sich vielleicht an die Folter-Szene mit Tuco, also der von Ilha Wallach gespielt wird, der da ziemlich auseinandergenommen wird. Ein sehr epischer Film, also war schwer danach noch eine Steigerung zu finden von dem guten Leone. Wie gesagt, alle 3 Filme sind sehr empfehlenswert. Optisch hervorragend, musikalisch hervorragend. Es wirkt ein bisschen manchmal so wie so ein ganzes, wie so ein Opernstück, finde ich. So episch wirkt das. Also die italienische Oper wird es oft verglichen und da kann ich nur zustimmen. Guter Job von Leone, vielleicht die beste durchgehende Trilogie, die ich persönlich kenne. So, und damit betreten wir endlich die Top 3 der Top 16 Filme. Und den Beginn macht Der schmale Grat. Oder auch The Thin Red Line auf Englisch. Ein Film von Terrence Malick, den vielleicht viele jetzt gerade kennen vom Tree of Life, vom sehr kontroversen Film, wo sich viele denken, oh Gott, was ist das denn? Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Auch weil viele sagen, oh, das ist ja einfach nur intellektuelles Kino, nenne ich. Muss ich nicht unbedingt so, aber das kann ja jeder sehen, wie er will. Aber das ist ein anderes Thema auch wieder. Jedenfalls, Der schmale Grat ist ein Kriegsfilm und ein Zweiter Weltkriegsfilm, der im Pazifikraum spielt. Und ein sehr stark, also da kam zur gleichen Zeit raus wie James Ryan, 98, ein sehr philosophischer Film, der überhaupt kein Stück patriotisch ist oder so. Und sehr, sehr auf Naturbilder setzt und sehr auch auf Musik setzt. Auch wieder wenig Dialoge. Absolute atypische Kriegsfilme. Bis heute warte ich immer noch auf so einen Film, der ähnlich ist, aber das wird wohl nie passieren. Der schafft es einfach, diesen Ausgleich von Krieg und Natur immer so im Wechsel zu zeigen und es passt einfach so gut zusammen. Es ist schwer zu erklären. Man muss den Film erstmal wirklich sehen. Jedenfalls ist es ein sehr emotionaler Film auch, ein sehr dramatischer Film, aber ohne, dass es irgendwie einen Kitsch abfährt oder so. Also hat auch einen großen Cast an vielen bekannten Leuten, die teilweise wirklich nur ein paar Minuten auf dem Bildschirm zu sehen sind und auch einfach mal draufgehen. Es gibt noch viel, viel mehr Szenen zu dem Film. Ich glaube, der wurde eine Stunde rausgeschnitten ungefähr, bevor der dann ins Kino kam, wo viele Schauspieler mit drin waren, also Mickey Rourke zum Beispiel war mit drin, glaube ich noch. Und viele Bekannte, die überhaupt keinen einzigen Auftritt haben. Ob diese Szenen jemals mal wieder erscheinen werden, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal, ob es die als geschnittene Szenen auf DVD gibt oder Blu-ray gibt. Ich habe zwar eine DVD, aber das ist die Erstauflage, da sind keine Extras drauf. Muss ich vielleicht mal schauen. Jedenfalls geht es halt um einen Trupp Marines, die in Guadalcanal oder auf Guadalcanal kämpfen gegen die Japaner, also ziemlich am Anfang des Krieges 1942, und halt da ihre Schrecken des Krieges erleben, bis sie am Ende dann aber abziehen können wieder. Wie gesagt, es ist ein audiovisueller Rausch und mit viel Voice-Over-Gesprächen, also viel diese aus dem Off kommenden Gespräche und meistens von Sean Penn gesprochen oder von einem anderen Schauspieler, den ich nicht kenne. Ich glaube, aus dem ist auch nichts geworden. Und es gibt besonders 2 Szenen, oder sagen wir 3 Szenen, die mich sehr beeindruckt haben, und zwar einmal eigentlich ist der Film nach einer Zeit durchgehend eine Schlacht fast. Also man kämpft sich sozusagen vor und vor, und nach einer Schlacht oder während einer Schlacht sieht man einen Vogel oder ein Vogelbaby, das aus dem Nest geschossen wurde oder rausgefallen ist und sich mit einem kaputten Flügel auf dem Boden hin und her quält, während im Hintergrund das Getöse der Waffen und der Granaten zu hören ist. Und das ist so typisch für für die Natur auch, dass sie sich halt selbst auch, die Natur des Menschen, die Natur an sich, immer Krieg miteinander führt sozusagen. Immer diese Dualität zwischen Natur und Krieg, die auch den Menschen innewohnt. Und eine andere Szene ist nach einer Schlacht, wo man dann einfach einen Shot bekommt auf durchsiebte Blätter von Pulver und von Patronen, durchsiebte Blätter, durch die das Sonnenlicht fällt. Es wirkt fast magisch, sehr komisch. Und es hat auch ziemlich gute Dialoge noch dabei gehabt. Ich habe hier noch einen, muss ich mal kurz gucken. Der ist hier. Und zwar sagt einer der Soldaten dann, dass der Krieg macht die Menschen nicht besser, er macht sie zu Hunden und vergibt ihr die Seele. Und das ist eigentlich so die Quintessenz des Films, worum es eigentlich geht.
Es ist nicht Nobles daran einfach, es ist wirklich nur ein verdammtes Drama sozusagen. Menschen, die Menschen töten, ja, und so weiter und so fort. Am Ende gibt es noch ein nettes Zitat von einem der jüngeren Soldaten, die es überlebt haben. Und zwar lautet das: Es muss erst immer alles schlimmer werden, bevor es besser wird. Und ich bin bereit für ein besseres Leben. Also, er hat halt gemerkt, ja, es gibt noch mehr als nur Krieg. Ja, wie gesagt, dazu mehr dazu genug zum schmalen Grat. Und ja, gehen wir weiter zum nächsten Film. Auf Platz 2 finden wir einen weiteren Sergio Leone-Klassiker, und zwar den sehr übersehenen Film Es war einmal in Amerika, Once Upon a Time in America. Ein Epos, das, glaube ich, ungefähr 4 Stunden fast geht, das aber, also Mafia-Epos, das über mehrere Zeitepochen spielt, von den 20ern über die 30er bis in die 60er Jahre. Ja, 3 Etappen werden ja gezeigt, des ganzen Lebens. Es ist so ein Epos, das braucht sich echt nicht hinter Filmen wie Der Pate verstecken oder auch Goodfellas. Es ist aber halt mehr auf Gefühl gesetzt und mehr ein Drama halt, wie man es von Leone kennt, mit sehr gutem Soundtrack von Ennio Morricone. Und also man begleitet sozusagen Noodles, der gespielt wird von Robert De Niro, und seine drei Freunde über ihr ganzes Leben sozusagen, als Kinder, als Kleinkinder in Anfang der 20er, als Jugendliche, wo sie erst anfangen, mit Verbrechen in Kontakt zu kommen, kleinere Aufträge für kleinere Mafia-Firmen zu Banden zu unternehmen und dann später aufsteigen. Jedenfalls steigen sie dann so halt auf, so als kleine Jugendgänge, haben auch schon ein bisschen Geld auf Lager, dass sie noch fleißig sparen und so. Allerdings kommen sie damit einem anderen Komplott in die Quere, der sie richtig verprügelt. Eines Tages werden sie auch von dem Anführer dieser Bande gestoppt, und der kleinste von den vier Jungs wird dabei erstochen und stirbt in Noodles Arm. Und aus Rache bringt Noodles den Bandenanführer um, wird dafür aber eingesperrt, ungefähr 10 Jahre, und kommt dann Anfang der 30er raus. Jetzt als Erwachsener Robert De Niro. Und dann fangen sie halt an, wieder die Banden richtig aufzubauen. Die anderen sind dick im Geschäft schon richtig, weil die Produktion ja noch jetzt richtig blüht. Diese Geschichte spinnt sich halt so weiter, ist dann so richtig über Verrat und Treue und Freundschaft, aber eigentlich nicht so schmalzig, höchstens ab und zu die Musik vielleicht ein bisschen, aber eigentlich finde ich es auch nicht schmalzig, weil Morricone schafft es immer, einen Film nochmal 50% besser zu machen, besonders wenn Leone der Regisseur ist. Jedenfalls am Ende der 60er dann, also zwei seiner Freunde sterben dann, während eines Überfalls oder einer Wagenlieferung in den 30ern, und er und sein anderer Freund bleiben noch übrig, und die trennen sich aber, weil sein Freund ihn verrät, und in den 60ern treffen sie sich wieder. Sein Freund ist schon Senator geworden und er ist halt immer noch ein armer Schlucker sozusagen, hat dann halt aber einen Brief bekommen von seinem ehemaligen Kumpel, der jetzt Senator ist, wie gesagt, der mit ihm nochmal alles rechtens machen möchte und alles vergessen machen möchte. Aber Noodles kann das natürlich nicht, er kann nicht das vergessen, was er mit denen als Kindheit hatte, den Zusammenhalt und die Treue und die Freundschaft und so weiter und so fort. Ist jetzt etwas schlecht mit zusammengefasst, müsst ihr selber mal sehen, das Ding ist wirklich sehr episch und auch sehr, sehr stimmungsvoll. Wie gesagt, es gibt fast 4 Stunden, aber die vergehen wie im Flug eigentlich. Es ist auch nicht so viel Dialog meistens, es ist ziemlich ruhige Szenen, wenn man Leone kennt, weiß man, wie er tickt. Und es gibt eine Szene, da trifft er, der erwachsene Noodles, seine Angebetete wieder, also seine Kindheitsangebetete, und allerdings hofft er mit ihr zusammenzukommen, bietet ihr auch alles, was er kann und so, führt sie zum Essen aus und so. Allerdings sagt sie, ja, ich habe kein Interesse so richtig an dir, ich will nach Hollywood gehen, ich will Schauspielerin werden. Und da ist er dann so frustriert, dass er sie auf der Rückfahrt von einem Dinner dann im Auto vergewaltigt. Die Szene ist ein bisschen heftig, die geht auch ganz schön lang. Und glücklicherweise stoppt aber ihr Fahrer dann ihn und schmeißt ihn sozusagen raus. Also nicht, er wird nicht handgreiflich oder so, aber er hält an und macht ihm die Tür auf, sodass er bitte gehen soll. Und danach gibt es eine Szene am Bahnhof, wo sie dann die verstörte Freundin von ihm, die heißt Deborah, dann mit dem Zug abfährt, und er ist aber am Bahnsteig und schaut ihr hinterher und denkt vielleicht, ja, vielleicht kann ich es noch richten oder so, aber sie guckt ihm was an und macht bloß die Jalousie vom Fenster beim Zug runter, und er nickt zu sich selbst und denkt sich wahrscheinlich dann so, ja, jetzt hast du es natürlich schön versaut, das war es dann endgültig. Und dann die Musik dazu, das ist einfach eine super Szene, also so viel zu Es war mal in Amerika, der nicht mal einen Oscar gewonnen hat, muss man sich mal vorstellen. Einfach übersehen wurde. Da kann man mal sehen, wie wenig diese Auszeichnung wert ist. So, und damit kommen wir zur Nummer 1 meiner Top 16 Filmliste. Und es ist natürlich der allererste Terminator-Film.
gedreht von dem guten James Cameron. Und diesen Film habe ich als Kind, ziemlich früh als Kind gesehen. Ich glaube, ich war ungefähr 10 oder so. Es muss ungefähr so. Dann kam das erstmal im Fernsehen auf RTL Plus, war es früher noch. Ich glaube, 92 oder so. Habe ich den gesehen mit 10 ungefähr. Und der hat so einen großen Impact auf mich gehabt. Na gut, es lag auch daran, dass ich als Wendekind natürlich solche Filme nicht gewohnt war, die so actionreich waren oder auch solche, so eine extrem dunkle Stimmung hatten, leichte Horrorelemente drin hatten und auch diese relative Brutalität, die jetzt natürlich relativ harmlos erscheint. Es war für mich halt neu, genauso wie Star Wars zu der Zeit. Es hat mich auch halt weggeblasen und teilweise verstört gehabt, sogar Episode 5 zum Beispiel. Und wie gesagt, als Wendekind war man das nicht gewöhnt, da war man vielleicht irgendwie im DDR-Fernsehen eher Krimi, vielleicht sowas wie Polizeiruf 110 irgendwie gewohnt und das war's. Und was hat dieser Film einen riesen Impact auf mich gehabt, diese dunkle, düstere Story, die von B-Movies relativ gut erzählt wurde, auch relativ komplex war und auch zum Ende, auch am Ende in diesen Bogen schafft, sozusagen einen Full Circle zu bekommen, also einen kompletten Kreis, der alles, wo alles Sinn macht zu machen. Das heißt, ich spoilere jetzt mal kurz, am Ende sieht man halt das Foto von Sarah Connor, wie das gemacht wird, also erstmal eine Story kurz erklären. Es geht also um den Krieg Mensch-Maschinen in der Zukunft. Ein Terminator, also einer der bösen Roboter, wird zurückgeschickt, um Sarah Connor zu töten, die den Anführer des Widerstands gebären wird, später in der Zukunft, der die Maschinen besiegt. Und so wollen die es halt vorher schon gewinnen, die Maschinen. Terminator gespielt von Schwarzenegger natürlich. Und jedenfalls, die Sarah Connor überlebt natürlich am Ende. Und am Ende wird ein Foto von ihr gemacht, was der Vater von ihr, Kyle Reese, der auch in die Vergangenheit zurückgeschickt wird, um John sozusagen zu zeugen. Dieses Foto wird halt gemacht am Ende von Sarah Connor. Das ist das gleiche Foto, was Reese immer während seiner Kampfeinsätze mit bei sich hatte. So wusste man halt, aha, die Zukunft wurde nicht geändert, sie wurde einfach beibehalten durch die Ereignisse, die im Film passiert sind. Und das hat auch so einen leichten dunklen Hintergedanken gebracht oder dunkle Vorwarnung oder Vorhersehung gebracht. Sie sagt am Ende ja auch, es zieht ein dunkler Sturm auf, oder der Mexikaner hat es gesagt an der Tankstelle, bei dem sie getankt hat, ein dunkler Sturm zieht auf, das heißt auch, dass die Zukunft halt immer noch weitergeht und immer noch kommen wird, die Apokalypse, dass die Menschheit durch die Maschinen ausgerottet wird oder fast ausgerottet wird. Jedenfalls, es hat mich sehr beeindruckt, diese Story früher, dieses Dunkle, spielt auch fast nur in der Nacht, dass der Film in der Gegenwart, in der früheren Gegenwart, 84 war das ja, und ja, geile Musik von Brad Fidel oder Brad Fidel und Schwarzenegger als Bösewicht ist sowieso viel zu selten, muss ich sagen. Er sagt nicht viel, er handelt einfach gut gespielt. Auch Michael Biehn als Kyle Reese, also der Aufpasser, der Retter von Linda Hamilton, von Sarah Connor, super gespielt. Man nimmt ihm die Rolle sofort ab, er ist immer dabei und gute Action-Szenen, besonders die Schießerei zum Beispiel in der Polizeistation. Aber meine Lieblingsszene ist einfach immer noch die Techno-Bar-Szene, in der der Terminator und Sarah Connor das erste Mal aufeinandertreffen. Und weil das ist, muss man sich vorstellen, sie sitzt und wartet darauf, dass die Polizei sie abholt, weil sie weiß schon, dass jemand hinter ihr her ist, nämlich der Terminator, aber sie weiß nicht, wie er aussieht, logischerweise. Nur er weiß, wie sie aussieht, nachdem er ein bisschen sozusagen recherchiert hat und andere Sarah Connors abgeknallt hat, die falschen waren. Und jedenfalls wird es halt so recht leicht psychedelisch oder so fiebermäßig. Es ist so surreal wird das denn, weil die Musik langsamer wird, sie wird immer abgehackter, sie blendet mit dem Terminator-Musikthema ineinander. Es wird immer so verschwommener, so wie so, als wenn man zu viel getrunken hat. Es geht langsam in die Zeitlupe und so. Und wie so ein Fiebertraum, kann man sich das vorstellen. Und dann artet es halt in diese Gewalt aus, in der ersten Schießerei, in der Calrice Sarah Connor gerade noch so vor dem Terminator retten kann, bevor er sie wirklich in allerletzter Sekunde abknallen kann. Ja, das ist dann sozusagen meine Lieblingsszene, die bis heute auch noch, immer wieder Gänsehaut, wenn ich die sehe, wegen dieser coolen Rockmusik, die da gespielt wird und dann, wie gesagt, dann übergeblendet wird in das Terminator-Thema, in diesem Fiebertraum. Ja, gut, das ist eigentlich alles, was ich, also dafür danke ich dem guten Herrn Cameron aufs Stärkste. Auch Terminator 2 mag ich gerne, auch 3 und auch 4 mag ich gerne. Aber das sind andere Themen, jedenfalls Terminator 1, ja, bleibt es wahrscheinlich für immer und ewig. Und damit ist die Top 100 auch durch. Übrigens, einen Clip habe ich dafür nicht. Ich hatte zwar einen gefunden gehabt, die Techno-A-Szene, aber
Auf YouTube ist die nicht unbedingt beliebt, sondern die ist auch weltweit gesperrt. Ich habe es versucht mal hochzuladen, probeweise, aber es ging nicht. Ich hätte fast einen Strike dafür kassiert, deswegen habe ich die gleich gelöscht wieder. Deswegen gibt es keinen Videoclip dazu, keinen einzigen. Und, aber ihr kennt den Film sicherlich sowieso alle auswendig und deswegen habe ich euch meine Eindrücke mal kurz geschildert über die Szene. Und ja, das ist mein Nummer 1. Das war's eigentlich. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, was auch immer. Und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut.